Einfahrt ist eins zum Leuchtenbergring. Vorsicht bei der Einfahrt. Angenommen, Corona wäre passé. Alle Berliner fahren wieder um die Spur. Mit Bus und Bahn und Tram, ja, wir fahren wieder zusammen, obwohl es Dinge gibt, die haben wir nicht vermisst. Doch geht es um Fahrgäste, dann seid euch mal gewiss, dass es keine Sache von der Liste ist. Wir lieben euch im Großen und Kleinen, freuen uns euch mitzuteilen, ihr seid zurück, wir fahren nie wieder mehr allein. Endlich wäre dieser Punkt wieder erreicht, wo Alleinsein dem gemeinsam Fahren weicht. Für jeden, der es in Berlin nur noch nicht checkt, jetzt wird das Leben nach Corona neu entdeckt. Auch wenn es manchmal Grund zum Meckern gibt, so haben wir euch doch noch immer mehr als lieb. Wir kommen wieder spät, tut uns leid, dass ihr noch steht, war mal wieder noch zu viel vom Weg im Weg. Und angenommen, der Song gipfelte in einem Aufruf, jetzt endlich wieder in ganz Berlin zu feiern. Macht die Boxen nicht so laut, wollen, dass ihr ein Ticket kauft, weil dieser Typ sonst 60 Euro von euch braucht. Endlich wäre dieser Punkt wieder erreicht, wo Alleinsein dem gemeinsamen Fahren weicht. Und was ihr öffnet, ist dann hoffentlich ein Sekt, darauf, dass ihr eure Stadt jetzt neu mit uns entdeckt. Jetzt wird das Leben nach Corona neu entdeckt. Und wie? Mit dem 9-Euro-Ticket der BVG könnt ihr jetzt deutschlandweit fahren. International von Amsterdam nach Frankfurt über Utrecht, Arnhem, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Messe, Deutz und Frankfurt Flughafen.
Du trägst ein Herz auf deinen Lippen. Du reißt fixe Grenzen ein, bist bereit, alles zu kippen. Soll es so nicht sein, du machst aus Ultrafaden ausgetretenen Pfaden Tante Emmas wundervollen Fantasienladen. Du kommst wie gerufen, trittst auf den Plan, den es nicht gibt, wie ein Bild, das Götter schufen. Dich hat der Himmel geschickt. Dich hat der Himmel geschickt. Und weil ich an dir teilhab und immer an dich denk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Und weil ich dich so sehr mag und gerne in deine Richtung lenk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Oder mein Hauptmann. Du bist die Antwort auf die Frage, gibt es reiche Tage? Ich spür mit dir, hat mich das Glück im Visier. Du kommst wie gerufen, trittst auf den Plan, den es nicht gibt, wie ein Bild, das Götter schufen. Dich hat der Himmel geschickt. Dich hat der Himmel geschickt. Und weil ich an dir teilhab und immer an dich denk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Und weil ich dich so sehr mag und gerne in deine Richtung lenk, und weil du mir so viel bedeutest, bist du ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Oh, ich sag gerade noch nicht im Bild laufen und du rennst mir ins Bild. Das ist die Werdenfelsbahn aus Tutzing. Nee, aus Garmisch-Partenkirchen die Werdenfelsbahn. Beginnt ein neues Bahnzeitalter. 2.6.1991. Deutsche Bundesbahn. Unternehmen Zukunft. Es ist für Sie bereitgestellt, die RB 48 nach Wuppertal-Oberbarmen über Köln-Messe-Deutz. Opladen, Solingen und Wuppertal-Vohwinkel sowie Wuppertal-Hauptbahnhof. Abfahrtszeit dieses Zuges 21:52. Marco, komm gut in Wuppertal an. Country.
Taunuskreis. Und dann ist das hier das Zimmer. Die Skyline im Rücken. Ja. Sogar mit. Angenommen, Corona wär passé. Alle BerlinerInnen fahren wieder um die Spree. Mit Bus und Bahn und Tram, ja, wir fahren wieder zusammen, obwohl es Dinge gibt, die haben wir nicht vermisst. Doch geht es um Fahrgäste, dann seid euch mal gewiss, dass es keine Sache von der Liste ist. Wir lieben euch im Großen, im Kleinen, freuen uns euch mitzuteilen. Ihr seid zurück, wir fahren nie wieder mehr allein. Endlich wäre dieser Punkt wieder erreicht, wo allein sein dem gemeinsam fahren.